machen wir das ab nächsten Monat, aber. Dann machen wir jetzt hier die Insektenmischung weiter hier. Naja, ich sag mal so, wir können ja mal gucken. Das ist ja den Held und Niete des Monats März. März ist ja eh bald vorbei und dann können wir im April das Video machen. Ja, genau. Also fangen wir dann im März an. Gut, also Walter hat wieder was mitgebracht von Snack Insects. Übrigens, herzlich willkommen zum neuen Video von den Testradios. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Was gibt's heute? Ja, wieder was von Snack Insects, wie ihr sagt. Wir hatten hier schon mal die Mischung hier probiert. Jetzt probieren wir mal weiter. Jetzt nehmen wir tolle Sachen. Dschungelade. Genau, feinste Dschungelade, damit fangen wir an. Ja, Dschungelade. Von Snack Insects natürlich. Also ich habe es jetzt zufälligerweise so ja gefüttelt. Ja, du darfst hier jetzt in so ein Stück hier. Ich kann ja mal durchlassen für, weiß ich nicht, wenn dir so gut geschmeckt hat, dann. Was ich noch in Snack oder was? So. Wer sich ein Bein hackt, der kann nur so eine Schokolade essen. Das ist dann auch nicht mehr so schlimm hier. Genau, die gute Schokolade, ich weiß jetzt gar nicht. Edelbitter. Edelbitter. Mit gerösteten Mehlwürmern. Genau. Mal probieren. Zeig mal, ja, ich nehme gleich das Stück hier. Und dann. Na dann. Ja, Mahlzeit. Also, den Mehlwurm hat jetzt nicht geschmeckt. Aber du hast doch mitbekommen, dass du so viel Bissen hast. Ja, selbst nicht. Gut. Also die Schokolade an sich schmeckt jetzt nicht schlecht. Na, wer auf. Naja, kühltrocknen, geschlossen lagern. Hier Produkt kann Spuren von Schalenfrüchten, Gluten, Milch, Soja enthalten. Bei einer Schalentier-, Weichtier- oder Hausstaubmilbenallergie besteht auch die Möglichkeit auf eine Allergie auf Mehlwürmer und andere Speiseinsekten. Das haben wir hier an Eiweiß, gut, hält sich in Grenzen, 7,9 Gramm auf 100. Naja, da sind jetzt irgendwie 4 oder 5 Mehlwürmer auf der ganzen Schokolade drauf gewesen, auf diesen ganzen Taler. Da reißen die paar Mehlwürmer da auch nicht mehr viel raus. Willst du das noch haben? Ich esse das später noch, ja. Nein. Vielleicht gehen wir so einfach faller, naja. Also ich würde sagen, definitiv besser als nur der Mehlwurm. Definitiv. Weil es halt lustig aussieht. Ja, 2 von 5 Sterne. Link ist hier natürlich wieder unter dem Video. Wann aktuell, wenn euch die Spritpreise hoch zu teuer sind, dann gibt es hier ganz neu bei uns total geile Aufkleber. Ich krieg die jetzt nicht ab, weil ich zu doof bin. Der Vorführeffekt hier. Ja. Mega geil Aufkleber. Sind natürlich auch hier unten. Hohe Spritpreise, nein, danke. Ja, guckt euch jetzt mal unten an den Sticker. Und ich glaube, das hier, das könnte man doch zu Ostern verschenken, oder? Ja, auf jeden Fall. Ist doch bald Ostern. Schöner Snack. Jo, optimal. Schenkt sonst keiner. Also von daher, ja, klar, kriegen meine Eltern. Die freuen sich. Gut, was gibt es in der nächsten Folge? In der nächsten Folge gibt es einen wahrscheinlich einen Lutscher von Snack Insects oder einen Riegel von Snack Insects. Ich denke mal, wir fangen mit den Riegel an, mal schauen. Bin ich ja mal gespannt. Also? Abonnieren. Teilen, liken. Kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt Insekten snacken. Ja. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut. Bis demnächst.